Schriftliche Division. Schauen wir mal schnell hin. Schriftliche Division. Was nehme ich denn jetzt für eine Farbe? Na, grün. Im grünen Bereich machen wir weiter und beschäftigen uns mit dem Dividieren. So. Na dann. Dividieren ist so eine Sache. Dividieren hört sich immer ein bisschen gefährlich an. Ich muss irgendwie teilen und manche kennen das unter dem Wort Rattenschwanzaufgabe. Ich zeige es trotzdem mal, so schwer ist es gar nicht. Ich nehme wieder irgendwas Willkürliches. 1, 2, 3, 4, 5 geteilt durch 3. Einfach so. Dann gucke ich und sage, 1 durch 3 geht nicht, aber 12 durch 3 geht. 12 durch 3, ich schnappe mir die gesamte 12 hier. Also 12 durch 3 ist 4. Jetzt wird rückwärts gerechnet. 4 mal 3 ist 12. Ich ziehe das voneinander ab. Ich brauche es. Hab eine 0. Brauche nichts weiter zu tun und zu sagen, ich ziehe mir jetzt in Gedanken die 3 heran und sage, geht die 3 durch die 3? Ja, die geht. Einmal. Wieder zurückrechnen. Einmal 3 ist 3. Geht ja ganz gut. Ich ziehe es voneinander ab. Bleibt nichts übrig. Die 4. Geht durch die 3? Ja, geht durch die 3. Ich hatte vorhin gefragt, geht die 1 durch die 3? Nee, dann nehme ich mir die 12. Wenn die Zahl, die ich mir hier wieder gezogen habe, durch 3 oder durch die Zahl geht, durch die ich dividiere, dann lasse ich die Zahl einzeln. 4 durch 3 geht einmal. Andere sagen, wie oft passt die 3 in die 4 rein? Einmal. Ich muss nicht mit Übertrag oder so weiter arbeiten oder mit Rest, sondern der Rest ergibt sich automatisch. Es geht wieder rückwärts, jetzt wird wieder multipliziert. Einmal 3 ist 3. Ich ziehe wieder ab. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Also, ich rechne wieder zurück und sage, einmal 3 ist 3 und jetzt bleibt übrig 1. Jetzt kommt meine 5, die ich noch teilen muss. Oh, und da kann ich gleich sagen, 15 durch 3, das passt, denn 5 mal 3 ist 15. Und wenn hier kein Rest übrig bleibt, dann habe ich es geschafft. Rattenschwanz, weil hier unten so ein Schwänzchen entsteht. Schwänzchen rechnen und. Das sind alles solche Begriffe. Hier ist das Ergebnis. Ich nehme mal eine Aufgabe, die scheinbar nicht aufgeht und wo es irgendwelche Schwierigkeiten geben könnte. 1, 2, 3, 0, 4, 5 durch 6. Machen wir das. Ich komme dann noch zum Komma, also das wird nicht das Problem. Wir fangen wieder an und sagen, 1 durch 6 geht nicht, aber 12 durch 6 geht wohl, denn 2 mal 6 ist 12. Drunter schreiben, abziehen. Schön genau drunter schreiben. 3 durch 6 geht nicht. Also, wenn ich sage 3 durch 6 geht nicht, dann muss ich auch sagen, geht nicht, passt 0 mal rein. Jetzt 0 mal 3, ja, hier entsteht eine 0. Dann ziehe ich mir gleich die 0 herunter, denn ich habe diese 0 geschrieben, weil 3 durch 6 ja nicht geht, habe ich diese 0 geschrieben und hole mir die 30 damit insgesamt herunter. 30 durch 6 geht. 5 mal 6 ist 30. Voneinander abziehen, nichts bleibt übrig. 4 durch 6 geht nicht. Also sage ich, muss ich eine 0 hinschreiben. Ziehe mir dann gleich die 5 herunter und sage, wie oft geht denn das? 45 durch 6. Naja, 7 mal 6 ist 42. 7 mal 6, 42, kein Problem. Ich ziehe es voneinander ab, bleibt nur 3. Ach, herrje. 3 durch 6, jetzt habe ich aber hier nichts mehr. Aber wir wissen, dass jede Zahl, zum Beispiel eine 4, die könnte auch genauso so geschrieben werden wie 4,00 oder 4,00000. Also wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, Moment, jetzt ist ja erstmal vorbei. 3 durch 6, ich war ja bis hier zu der Stelle gekommen, da ich sage, 7 mal 6 ist 42 und dann bleiben 3 übrig. Wenn ich mir jetzt eine weitere 0 herunterziehe, dann steht hier eigentlich ein stilles Komma 0. Und diese 0, die ziehe ich mir runter, muss aber dann hier ein Komma setzen. Wenn ich hier ein Komma setze, um mir was, man sagt auch zu borgen, also eine 0 herunterzuzerren, dann sage ich, okay, 30 durch 6 geht ja, das ist 5 mal 6 ist 30, abgezogen. Aber dann muss ich an der Stelle, wenn ich an der 0 vorbeikomme, hier auch ein Komma, wenn ich an einem Komma vorbeikomme, hier auch ein Komma setzen. 0, peng. An dieser Stelle sind wir fertig. Man merkt also, wenn das nicht weitergeht, zieht man sich die nächste Zahl runter und wenn es nicht geht, schreibt man Nullen.
An solchen Stellen entstehen dann Nullen, wenn es nicht geht, wenn ich mir die nächste Ziffer herunterzahlen muss. Das ist das dazu. Jetzt versuche ich mal eine Aufgabe, ich schreibe aber, ich mache mal eine kurze Pause. Ich versuche mal eine Aufgabe zu kreieren, wo es noch schwieriger werden könnte. So, mal sehen, ich habe jetzt einfach mal was hingeschrieben, was ungefähr funktionieren könnte. Wir schauen mal und sagen, jetzt muss ich durch 18 dividieren. Ich könnte auch hier größere Zahlen haben. Ich komme später noch zum Komma. 56 durch 18, und es hat keinen Zweck, die 5 zu nehmen, also 56 durch 18, 3 mal 18 ist 54, also sage ich, okay, das ist 3. 3 mal 18, 54. Ich ziehe ab, 20. 20 durch 18 geht 1. 1 mal 18, wieder abgezogen, ist 2. 27 durch 18 ist 2 mal. 2 mal 18 ist 36. Das meinte ich jetzt damit. Oh, jetzt habe ich mich verschätzt. Das geht ja gar nicht. Jetzt kann ich bloß eins empfehlen. Um Gottes Willen jetzt nicht hier irgendwie streichen und irgendwelche Zahlen dahinter malen. Das ist das Schlimmste, was man sich selber antun kann, weil das sehr unübersichtlich wird. Ich mache es jetzt scheinbar noch unübersichtlicher, aber es bleibt alles in der Reihenfolge. Wenn ich das gemerkt habe, dann sage ich, nein, 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 das war Quatsch. Das geht ja nur einmal. Und dann mache ich die 1 so dick, dass die wirklich die andere Zahl überdeckt und als 1 erkennbar ist und schreibe hier, so blöd wie sich's anhört, genauso eine Schmiererei drüber. Denn das ist 10 mal mehr wert als eine Zahl, die so, nochmal, die so aussehen könnte, 1, 7, 8, 4, dabei ist die durchgestrichen, 5, durchgestrichen auch geirrt, 4. Was ist denn das für eine Zahl? Das erkennt kein Mensch. Da ist es wesentlich besser, wenn man nochmal drüber geschmiert hat und danach meinetwegen das Ergebnis nochmal sauber abschreibt. Das ist kein Problem. Gut, einmal 18, ne, ist 18, so 27, die 18 abgezogen ist 9. Jetzt habe ich mir die 7 geschnappt. Das ist auch kein Verbrechen, mir mal ab und zu einen Pfeil ran zu machen. Ich ziehe mir die 0 runter. 0 durch 18, 90 durch 18. Wenn mir das nicht richtig einfällt und ich verhaue mich und ich sage, das ist 6 mal, dann mache ich das genauso wieder. Ich kann aber, wenn ich nicht richtig weiß, weil mir die Zahlen zu unübersichtlich wären, einen Überschlag machen. Ich sage, das sind rund 100 durch 20. Also 100 durch 20 ist 5 mal. Das müsste gehen. Und mach das einfach mit dem Überschlag. Ich sage, das sind ungefähr 100, das sind ungefähr 20. Wenn ich das drastisch vergrößere und das ein bisschen vergrößere, kommt das auch hin. Gut, dann sage ich, ich probiere es mit der 5. Denn ich weiß, ich kann ja immer rüberschmieren, so wie hier. 5 mal 8 ist 40. Und 5 mal 1 ist 5 und 4 ist 9. Glück gehabt, ne? Abgezogen, bleibt nichts übrig. Dieses Minuszeichen, da kann man, wenn man weiß, was man tut, kann man dann irgendwann mal drauf verzichten. Jeder, der sich die Aufgabe anschaut, weiß, dass da abgezogen wurde. Gut, ich bin bei dieser 0 angelangt, okay. Dann mache ich einen kleinen Pfeil, ich weiß, die habe ich. Jetzt komme ich zur 8. Die 8 wandert hier runter. 0,8 durch 18 geht nicht. 8 durch 18 geht nicht. Also ziehe ich mir die 1 herunter. Jetzt geht das gleiche Spiel wieder los. Und da das mit 90 fünfmal geklappt hat, sage ich jetzt 81 durch 18 ist plus 4. 4 mal 8 ist 32. 4 mal 1 ist 4, also 7. 72 davon abgezogen, ne? Das passt. Das ist also 9. Jetzt kommt meine 9. Jetzt kann ich mich wieder orientieren und kann sagen, 90, da hat es fünfmal reingepasst. Eine 9 dazu ist nicht viel mehr, 5 mal. Und da ich das schon weiß, ein Rattenschwanz wird immer länger, da ich das schon weiß, sage ich wieder, aha, das wäre 5 mal, 5 mal 18 ist 90. Wenn ich mit dem Blatt nicht auskomme, ich mache das mal anders, dann sage ich, okay, ich mache mir hier einen Pfeil und mache hier weiter. Besser ist vielleicht den Pfeil hierhin zu machen, denn ich muss hier noch Zahlen runterziehen. Aber so falsch kann es auch nicht sein, denn wenn ich mir dann diese 9, die habe ich mir gerade runtergezogen, noch die 2 runterziehe, ist kein Problem mehr. Ich sage also, okay, hier oben geht es weiter. 99, nicht vergessen, die Zahl brauchen wir ja. 99 durch 18 ist 5, 5 mal 18 ist 90. Das habe ich mir von hier noch übernommen. Es bleiben 9 übrig. Das war diese 9. Und jetzt kommt die 2, die kommt natürlich dahinter. 92 durch 18 ist wieder
5, denn 5 mal 18 ist 90. Abgezogen 2. Achtung, jetzt komme ich auch ein Komma vorbei. Jetzt wird spannend. Also spannend insofern, dass ich, wenn ich mir hier die nächste 0 herunterziehe, für die 20, ich am Komma vorbeikomme, ich hier ein Komma setzen muss. Also 20 durch 18 ist 1, 1 mal 18 ist 18. Und jetzt merkt man was, wenn ich hier wieder abziehe, heißt es wieder 20 durch 18 ist 1. Und weil sich das immer wiederholt, ich erinnere nochmal, macht man hier den Strich drüber und das heißt Periode 1. Die Zahl heißen würde, wenn man sich hier Tausender-Trennzeichen hinmacht, das sind dann 31.150.455,1 Periode 1. So spricht man das. Ausreichend sauber, genügt. Gut, ich hoffe, dass ich mit der schriftlichen Division auch nochmal Tipps geben konnte. Damit kann man dann hoffentlich was anfangen. Ich schließe das Video ab.